Alles in Ordnung? Oh, nein, nein, ja, ja. Mir geht's wirklich gut, fabelhaft geht's mir. Oh, mein Lieber, weißt du, du hast mich erwischt. Ich habe hier etwas für dich. Für mich? Ja? Aus welchem Anlass? Du wirst schon sehen. Da. Oh. Die finde ich wirklich sehr schön. Weißt du, alle Leute vom Filmteam haben eine gekriegt. Da wollte ich auch eine für dich. Das war sehr aufmerksam von dir. Nein, es war vermutlich dumm. Sie gefällt dir sicher nicht. Ist nicht dein Stil, aber ich dachte, du könntest sie heute Abend anziehen. Zur Abschlussparty. So, der Film ist wohl endlich im Kasten, wie man so sagt. Hm? Ja, ja, das ist er. Bist du traurig, dass es vorbei ist? Oh, nein, das bin ich nicht. Ich war froh, in dem Film mitspielen zu können, auch wenn es ungünstig war, zu so einem kritischen Zeitpunkt unserer Ehe. Es wird sicher gut tun, wieder zum Alltag zurückzukehren. Ich bin nicht sicher, ob einer von uns weiß, was das ist. Ich bin wild darauf, es zu erfahren. Na, wie sehe ich aus? Oh, toll, toll. Du siehst ganz... Du wirkst so locker, weil ich dich doch sonst immer nur in Schlips und Kragen sehe. Das sind einfach Erfordernisse meines Berufes. Oh, und das gehört zu den Risiken meines Berufes. Tut mir leid, dass ich euch stören muss. Ich hätte anrufen sollen. Aber als ich das hier bekam, war ich zu sehr empört über die Frechheit dieses Mannes. Ich muss doch sehr bitten. Meine Frechheit hält sich ziemlich in Grenzen. Wie konntest du nur? Was hast du denn getan, Mason? Ich bin sicher, Julia wird sich bald beruhigt haben und uns über alles aufklären. Nein, ich bin kurz davor, dich zu erwürgen. Los in den OP, schnell! Doktor, bitte sagen Sie, wie seine Chancen stehen. Dr. Niklas hat eine Verletzung an der Schulter. Wir können erst dann etwas Genaueres feststellen, wenn wir sie gesäubert haben. Wird er es schaffen? Nun, er hat sehr viel Blut verloren. Oh, wie schrecklich. So wie die Wunde aussieht, deutet alles darauf hin, dass er sie sich selbst zugefügt hat. Aber darüber werden wir später reden. Jetzt braucht mich mein Patient. Judy, da ist gerade eine Schussverletzung gekommen. Lassen Sie sich von der Dame die Personalien des Patienten sagen. Ja, Dr. Danke. Clark. Wie ist der Name des Patienten? Sein Name? Ja, den brauchen wir schon. Tut mir leid, ich kenne seinen Namen nicht. Alles in Ordnung? Ja, aber es ginge mir besser, wenn ich wüsste, was hier so läuft. Diese dumme Geschichte mit Dr. Niklas ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht ergibt sie sehr wohl einen Sinn. Wie deine Theorie, dass dieser Kerl uns nur reinlegen will, hast ja, du das Ja, hast du nicht auch das Gefühl? Ich meine, all diese Symbole und Hinweise, es ist alles so simpel, so leicht zu verfolgen, so als ob jemand mit uns spielt. Du denkst, dass der Kerl am Telefon in Verbindung mit Elena steht? Ganz genau. Wenn er gewollt hätte, hätte er uns schnappen lassen können. Ja, aber er wollte nicht. Und wieso nicht? Cruz! Weißt du, möglicherweise wollte er gar nicht, dass die Bullen uns schnappen, weil er uns selber schnappen will. Aber wer ist er? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber solange wir das nicht wissen, sind wir ein leichtes Ziel für ihn. Ich nehme an, dass das Papier, mit dem du mir drohst, die Mitteilung über meine Erwiderungsklage gegen Rita Grant ist. Habe ich recht? Ja, genau, das meine ich. Oh, wer ist Rita Grant? Rita Grant ist eine freundliche und nette Frau, die vielleicht gerade noch $10 besitzt und die von Mason auf 10 Millionen verklagt wird. Mach dich doch nicht lächerlich. Das ist die einseitigste Beschreibung von Umständen, die ich wohl je von dir gehört habe. Rita Grant hat zufälligerweise angekündigt, dass sie aus einem gültigen Vertrag aussteigen will. Sie hat nicht das Ziel, ihr Auto oder ein Haus zu verkaufen. Es geht um ihr Baby. Sie verkauft ihr Baby? Genau so ist es. Sie ist eine Leihmutter. Ich vertrete in dem Fall die rechtmäßigen Eltern. Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du bloß so etwas tun? Julia, du kannst doch nicht allen Ernstes annehmen, dass ich dich frage, ob ich diesen Fall übernehmen darf. Wieso 10 Millionen? Wieso nicht 100 Millionen? Ich wollte gnädig sein. Da bin ich ganz sicher. Tut mir leid.
Mason, ich will euch nicht unterbrechen, aber ich muss zu der Abschlussparty. Ich bin Ehrengast. Aber natürlich, wenn du uns entschuldigen würdest, Julia. Wir müssen jetzt zur Party. Nein, ich werde dich nicht entschuldigen. Denkst du, du kannst mir das so einfach mitteilen und dann gehen? Soweit ich verstehe, geht es um das Leben eines ungeborenen Babys. Vielleicht sollte ich schon vorgehen. Du kommst dann später nach und kannst so lange mit Julia reden. Es tut mir sehr leid, Victoria. Es ist nur so, dass mir das Schicksal dieser Frau sehr am Herzen liegt. Sie steht kurz vor der Entbindung und sie ist nicht bereit, ihr Baby widerstandslos aufzugeben. Das ist furchtbar. Hör auf. Du musst sie dabei nicht noch unterstützen, Victoria. Aber vielleicht ist es wirklich besser, wenn du schon auf die Party gehst. Ich werde dann so schnell wie möglich nachkommen. Ja, na gut. Tut mir leid. Lass nur, ist schon in Ordnung. Also, wir sehen uns dann. Bitte verzeih mir. Nicht doch. Ist schon gut. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast meine Klientin unter Druck gesetzt, damit sie ihr Baby aufgibt. Anscheinend willst du deine dämliche, unlogische Klage durchdrücken. Na, ob der Richter sie auch dämlich findet, das werden wir ja sehen. Du blöffst nur und weiter nichts. Du blöffst nur. Du würdest mit dieser Sache nie vor Gericht ziehen. Und ob ich das tue, ins Gerichtsgebäude, die Treppen rauf und direkt vor die Geschworenen. Oh, das war wohl nicht sehr geistreich. Es hat dir anscheinend nicht gefallen. Nein, ganz und gar nicht, Mason. Das ist typisch. Ich weiß, dir gefallen solche Wortgefechte. Das ist doch schon immer so gewesen. Aber das hier ist kein analytisches Streitgespräch über Straftaten und Rechtsprechung. Es geht hier um die Zukunft eines ungeborenen Kindes. Denkst du etwa, das wüsste ich nicht? Nein, offenbar nicht. Aber ich bin bereit, mich hier und jetzt durchaus noch vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Hallo. Hier, bitte. Ich finde es wirklich schön, dass du mit mir zu Abend isst, mein Kind. Jetzt, nachdem deine Mutter weg ist, Daddy, wo wir so viele Spannungen haben. Sie kommt zurück. Und überhaupt dachte ich, wir beide machen uns einen schönen Abend und vergessen einfach die ganzen Probleme. Tja, wenn das so einfach wäre. Du darfst nicht all die guten Dinge vergessen, die passiert sind. Jeffrey und ich sind verheiratet. Ja, und Eden kann wieder gehen, Dad. Ja, das ist ein Wunder. Und ich bin dankbar dafür. Ich wünschte mir, ich könnte es mit deiner Mutter teilen. Das wirst du auch. Glaub mir, das wirst du. Ich bin froh, dass du so eine positive Einstellung zu allem hast. Aber es ist eine Tatsache, dass deine Mutter und ich einige Schwierigkeiten miteinander haben. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass Pamela der Hauptgrund für diese Schwierigkeiten ist. Damit triffst du wohl den Kern der Sache. Eins muss ich dir sagen. Ich begreife ihr Fortgehen nicht. Wieso sind denn die Spannungen mit Mutter so stark geworden? Ich will Pamela nicht verteidigen. Sie hat früher schlimme Dinge gemacht. Aber, Daddy, es ist so viel Zeit vergangen. Wieso sieht Mutter immer noch eine Bedrohung in ihr? Ich hab dir doch gesagt, das ist Schnee von gestern. Was soll das heißen, Daddy, dass kein Grund zur Sorge vorliegt? Was ich damit sagen will, ist, dass ihre Angst völlig unnötig ist und dass sie nicht befürchten muss, mich je an Pamela zu verlieren. Wo liegt denn dann der Streitpunkt zwischen euch beiden? Dad, ich weiß, dass die Frau Ansprüche stellt und herrschsüchtig ist, aber was hat sie Mutter oder dir getan, seitdem sie zurückgekommen ist? Du hast sie doch kaum gesehen, was war? Du weißt einfach nicht, wie berechnend diese Frau ist. Ich meine, sie kommt in die Stadt, sie tritt als Zeugin auf in Sachen Cruz, sie schleicht sich in dein Leben ein und in Jeffreys und in Masons und ein wenig auch na in Edens, klar, verstehst du? Das verstehe ich schon, aber was will sie dadurch erreichen? Wieso sagt ihr keiner von uns, sie soll schweigen oder sich am besten raushalten oder wir ignorieren sie? Manchmal hast du recht. Ich bin ungeschickt. Gelegentlich. Ich werde ihr den Mund verbieten und sie ignorieren. Es tut mir so leid, dass ich deine Mutter habe glauben lassen, dass Pamela eine Bedrohung für uns wäre. Schon gut. Ihr werdet das wieder hinkriegen, Dad. Du bist fabelhaft. Für eine alte Ehefrau gibst du wirklich gute Ratschläge. Ich verstehe nicht, wieso wir hierher zurückgegangen sind. Die Grotte ist doch das beste Versteck. Wir dürfen uns nicht verstecken. Wir müssen offensiv werden. Warte, warte, warte. Wissen Sie was, Freundchen? Es gibt nicht viel auf der Welt, was ich hasse.
Aber ich hasse es, versetzt zu werden. Ich hatte viel zu tun. Aha. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Besser, wir kommen gleich direkt zur Sache. Jemand hat Sie dafür bezahlt, uns heute Abend zu verraten. Sagen Sie mir, wer? Tja. Sie haben wohl was an den Ohren. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ich rede von deiner Nase. Meine Nase? Ja, von deiner Nase. Und wie viele Operationen dazu nötig sein werden, sie wieder zusammenzuflicken? Liebling, ruf schon mal einen Krankenwagen. Dieser Mann hier braucht gleich einen Arzt. Warten Sie! Also schön, wer hat uns verraten? Ich kenne seinen Namen nicht. Wie sah er denn aus? Ich weiß nicht, durchschnittlich finde ich. Ziemlich jung. Er hat gehumpelt. Und viel gelaucht. Kettenlauchel war er. Und was noch? Das ist alles, ich schwöre es. Das ist alles? Mann, wenn du mich anlügst, werde ich ganz bestimmt zurückkommen und beim nächsten Mal stelle ich keine Fragen mehr. Hast du mich verstanden? Alles verstanden. Gut, jetzt verzieh dich. Du lässt ihn einfach gehen? Er weiß nichts, wer auch immer dahinter steckt. Er war schlau genug, ihm nichts zu erzählen. Bruce, ich habe Angst, mich erinnert das alles an Elena. Verstehst du das? Doch, da gibt es einen Unterschied. Denn bei Elena wussten wir zumindest, mit wem wir es zu tun hatten. Vorsicht! So, ich glaube, das wär's. Da ist sie. Wird er durchkommen, Doktor? Ja, ich denke, er wird wieder ganz gesund. Oh, Gott sei Dank. Darf ich zu ihm? Nein, noch nicht. Aber klar ist, dass er nicht mehr lange auf der Intensivstation liegen muss. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, Dr. Clark. Das ist mein Beruf. Aber wieso kümmern Sie sich denn derart intensiv um einen Menschen, den Sie nicht einmal kennen? Das werde ich Ihnen sofort erklären, Doktor. Ja, das wäre sehr nett, denn ich habe den Eindruck, dass Sie ihn doch kennen. Haben Sie schon Ihren Bericht verfasst? Nein, noch nicht. Aber ich werde es in ein paar Minuten tun. Wir müssen uns an die Vorschriften halten, Miss... Conrad, bitte, Doktor. Es geht darum, dass Sie die Nachricht von diesem schrecklichen Unfall für kurze Zeit geheim halten. Tut mir sehr leid, aber das kann ich nicht machen, Miss Conrad. Das habe ich nicht zu entscheiden. Ja, ich weiß, dass Sie bestimmte Vorschriften haben. Aber stellen Sie sich vor, was das für Dr. Niklas heißt. Wussten Sie, dass man seine Tochter ermordet hat? Ja, das weiß ich. Und wenn die Presse erfährt, was heute Abend passiert ist, ist sie nicht mehr zu bremsen. Bitte, ich brauche nur etwas Zeit, seine Freunde und Verwandte zu benachrichtigen, bevor sie es auf andere Weise erfahren. Jeder Arzt, der hier im Krankenhaus arbeitet, könnte in sein Zimmer gehen und würde erkennen, wer er ist. Ja, aber das ist doch sicher sehr unwahrscheinlich vor morgen früh. Wenn Sie mir etwas Zeit geben, werde ich seine Angehörigen selbstverständlich... Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Doktor, aber Mrs. Conrad hat mich vor kurzem angerufen. Und nach dem, was sie mir erzählt hat, kann ich das nur unterstützen. Ich kenne die Familie des Doktors. Nach allem, was diese Leute in letzter Zeit durchgemacht haben, wäre es ein großer Schock für Sie, die Sache in den Nachrichten zu hören. Also, wir sollten das Herumgerede doch lieber lassen. Sie beide lügen doch wie gedruckt. Nein, Doktor, so ist es nicht. Nein, warten Sie, Sie haben recht, wir lügen. Aber Sie müssen auch wissen, was hier auf dem Spiel steht. Zwei Menschen, Freunde von uns, sind in Gefahr. Gut, Sie kriegen 3 Stunden. Mehr kann ich nicht tun. Danke. Mehr kann ich wirklich nicht für Sie herausschlagen. Mehr wollen wir auch gar nicht, Doktor. Vielen Dank. Was für ein Glück, dass Sie so schnell hier waren. Alleine hätte ich ihn sicher nicht überreden können. Wir haben nur ein paar Stunden. Wie geht's Dr. Niklas? Dr. Clark sagt, er wird es überleben. Er kommt schon bald in ein Einzelzimmer. Wie konnte er das nur tun? Ich denke, er hat die Nerven verloren. Ja, das denke ich auch. Er muss sehr verzweifelt gewesen sein, dass er das getan hat. Aber vielleicht wird er nun bereit sein, uns die Wahrheit über Elenas Tod zu erzählen. Ja, vermutlich haben Sie recht. Und wenn es soweit ist, sollten möglichst noch andere Leute hier sein. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass Sie entschieden erfolgreicher dabei sind, Sie hierher zu bekommen, als ich. Vielleicht, ich werde es versuchen. Ich verspreche Ihnen, ich werde mein Möglichstes tun. Ja, versuchen Sie alles. Du lässt dich in einer juristischen Frage von Emotionen beeinflussen. Hör doch auf! Ich bin froh, dass Sie hier sind, Mr. Capwell. Ihre Frau hat mir gesagt, dass genug Windeln da sind, aber ich habe keine mehr gefunden. Oh, besorgen Sie doch gleich welche, das wäre sehr nett von Ihnen, Miss Mallory. Ich kann ja so lange bei Chip bleiben. Danke, es dauert nicht lange. Schön.
du bist doch keine Anfängerin, Julia. Und mit Sentimentalität und Gefühlsduselei wirst du nie etwas erreichen. Das Ausmaß deiner Herzlosigkeit ist erschreckend, aber bei dir überrascht mich nichts mehr. Dann dürfte dich ja meine Klage gegen Rita Grant auch nicht überraschen. Du hast recht, sie überrascht mich nicht. Sie enttäuscht mich. Dies ist ein wichtiger Fall vom ethischen Standpunkt her. Wir reden hier über Ethik, Mason. Ich versuche zu gewinnen für meine Klienten. So einfach liegt der Fall. Hier ist gar nichts einfach, überhaupt nichts. Ich vertrete hier eine Frau, die entschieden um ihr Recht kämpft, gegen alle Widerstände. Mason, diese Frau kämpft um ihr Baby. Ach, komm, Julia, du weißt genauso gut wie ich, dass fast jeder Richter im ganzen Land das Sorgerecht ausschließlich der Mutter zusprechen würde, außer wenn ihr Verhalten lebensbedrohend ist. Unsinn, du sprichst von der Vergangenheit. Die Frau hat sich geändert, jetzt geht es um ihre Zukunft. Dieser Fall geht vielleicht vors oberste Gericht und wir beide haben schließlich die Verantwortung, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, der Bedeutung dieses Falls gerecht zu werden. Ich werde mich wiederholen, weil du mich allem Anschein nach nicht richtig verstanden hast. Ich will bloß für meine Klienten gewinnen, sonst nichts. Wenn ich vor Gericht gehe, dann wirst du deine Klientin als Opfer darstellen. Und diese Rolle wird sie sicher perfekt spielen. Und was ist mit den wahren Opfern in diesem Fall, Julia? Was ist mit meinen Klienten? Hast du mal daran gedacht? Ein junges Paar, das keine Kinder bekommen kann und das sich schließlich entscheidet, eine Leihmutter in Anspruch zu nehmen. Und dann die schriftliche Garantie von dieser Frau bekommt, dass sie das Kind für sie austrägt. Ein Kind, das von meinem Klienten gezeugt wurde. Ich werde nicht zulassen, dass du daraus ein feministisches Forum machst. Da brauchst du bestimmt keine Angst zu haben. Mein einziges Interesse ist, Rita Grant zu vertreten. Natürlich, klar. Deshalb redest du jetzt schon vom obersten Gerichtshof. Du kannst es nicht erwarten, mein Bild in bunten Magazinen zu sehen. Oh nein, du bist so niederträchtig und gemein. Du bist so mies. Mel, was tun wir denn hier? Wir sollten draußen beim Fernsehen. Nein. Wenn die mit dem Limbo-Tanzen anfangen, wird es Zeit für mich, mich in mein Zimmer abzusetzen. Wir haben es verdient, uns etwas Ruhe zu genehmigen. Ja, aber merken die nicht, wo wir sind? Nein, nicht so lange Laken Lockridge unter der Stange durchwackelt. Egal wie. Ich glaube, jetzt ist für uns beide die Zeit gekommen, eine kleine Privatparty zu starten. Wie wär's, Nein, Mel, ich will dieses Zeug nicht mehr nehmen. Danke. Was, wirklich? Wirklich. Ah ja, in Ordnung, schon gut. Ja. Schon gut, hier wird niemand zu etwas gezwungen. Gut, danke. Heute ist, denke ich, für sowas nicht der richtige Tag. In Ordnung, das verstehe ich doch. Aber Sie haben doch nichts dagegen, dass ich etwas nehme. Sie sind doch jetzt nicht unter die Moralapostel gegangen. Sie können das doch ruhig tun. Ich verurteile Sie nicht. Ich habe nichts dagegen. In Ordnung, gut. Das freut mich zu hören. Ich war schon etwas in Sorge. Ihre Freundin hätte Sie davon überzeugt, dass ich so eine Art Monster bin oder sowas. Welche Freundin? Na, diese hübsche Anwältin, mit der ihr Mann zusammenhockt. Julia? Ja, die, genau. Ich weiß, sie ist ihre Freundin, aber ich sage Ihnen, sie ist ein ganz durchtriebenes Luder. Was hat sie denn getan? Naja, sie hat mich mit all diesen Fragen bombardiert und ich habe versucht, ihr zu erklären, dass wir uns schon lange kennen. Das stimmt doch. Aha. Sie hat diese fixe Idee, dass ich eine Art Bedrohung für sie... Was, das hat sie gesagt? Ja, das waren ihre Worte, sonst nichts. Wissen Sie, ich begreife einfach nicht, wieso sie sich von ihr in ihr Privatleben einfach reinreden lassen. Das tue ich nicht. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. Ich bitte Sie, Merle. Das sieht sie ganz anders, das sage ich Ihnen. Sie ist eine abgebrühte Lady, glauben Sie mir. Sie ist nicht an Ihnen interessiert. Sie will nur Ihren... Hören Sie doch auf, wie in einem Hollywood-Film zu reden. Schön, wenn Sie meinen. Dann erklären Sie mir aber, wieso sie versucht, ihr Leben zu bestimmen. Mel, mein Leben bestimme ich selber. Gut, dann sagen Sie ihr das. Ich meine, sie denkt doch tatsächlich, dass ich sie süchtig gemacht hätte. So ist das. Hören Sie doch auf. Nein, im Ernst. Und sie denkt, sie stecken schon so tief drin, dass sie damit allein nicht mehr zurechtkommen können. Aber das ist doch lächerlich. Ich habe niemals Probleme mit dem Stoff. Ich weiß. Ich habe es ihr gesagt. Ich meine, Sie haben mich nie angebettelt um Stoff. Ja, das stimmt. Sie konnten, wenn Sie wollten, damit aufhören. Und zwar zu jeder Zeit, nicht wahr? Das ist richtig, genau. Ja, das habe ich ihr gesagt. Oh, hier, bitte weiß, sehr. Was sie vorhat. Und ich werde es nicht zulassen. Oh, gut, Rosa sagte, dass Sie hier sind. Ist was mit Ihnen und Cruz? Nein, es geht Ihnen gut, aber es ist etwas geschehen, was Folgen haben könnte. Was denn? Alex Niklas hat versucht, sich umzubringen. Was? Oh mein Gott. Ist er außer Gefahr? Ja, er wird es überstehen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Pamela Conrad ist bei ihm. Wissen Sie, warum er das getan hat? Er hat noch nichts gesagt, aber es wäre gut, mit mehreren Leuten dort zu sein. Vielleicht sagt er uns was über den Tod seiner Tochter Ellen. Ja,
Was? Sie war seine Tochter. Was glauben Sie, dass er damit... Ja, er weiß etwas, das Cruz helfen würde. Also, ich rufe jetzt Mason an. Wir brauchen einen Anwalt. Ich werde auch dabei sein. In Ordnung. Dad, hör zu, ich fahre lieber ins Krankenhaus und berichte dir. Ich gehe auch hin. Vielleicht kann ich helfen. Also, Daddy, du weißt, dass Pamela dort sein wird. Das ist genau die Art von Situation, die das Problem mit Mutter verschärfen wird. Ich bin mir sicher, dass deine Mutter das versteht. Wenn es die Zukunft von Eden und Cruz betrifft, hält mich auch Pamela nicht davon ab. Dad, warte, das kann Mason doch genauso gut für dich tun. Du gerätst sonst nur in unnötige Schwierigkeiten. Ach was, in diesem großen Krankenhaus werde ich ihr bestimmt aus dem Weg gehen können. Ich muss dort sein, wenn Alex aufwacht. Komm. Ich habe lediglich vor, sämtliche Mittel einzusetzen, die mir zur Verfügung stehen. Sonst ja, nichts. Ja, sonst nichts. Geh lieber ran, das wird der Detektiv sein, den du auf Rita Grant angesetzt hast. Du hast doch nicht etwa... Also doch. Ich wusste, du heuerst einen Detektiv an. Reingelegt. Ich habe keinen angeheuert. Ja, Mason Capwar? Ja, Kane? Tatsächlich? Und wann? Nein, nein, Julia ist noch hier bei mir. Ja, Sie haben recht, das sollten wir. Wir kommen sofort. Was ist? Na, sag schon. Wir müssen ins Krankenhaus. Alex Niklas hat versucht, sich umzubringen. Kane sagt, wenn er das Bewusstsein wiedererlangt hat, gesteht er vielleicht, dass er der Mörder von Elena ist. Alex Niklas hat seine eigene Tochter umgebracht? Für mich ergibt das auch keinen Sinn, aber solange es Cruz entlastet, ist es mir ziemlich egal. Mrs. Mallory! Ach, sie ist wohl noch nicht zurück. Fahr du schon mal hin, ich warte auf Sie. Nein, 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 es ist zwar auch wichtig für mich, aber dass du dort bist, ist noch wichtiger. Ich werde dann später nachkommen. Danke. Vielen Dank. Hier bei Capwell? Ich möchte Mason sprechen. Er ist nicht hier, Victoria. Julia, erzähl mir doch nichts. Du lügst. Immer belügst du mich. Was hast du? Ist was nicht in Ordnung? Ich will mit Mason sprechen. Ich habe dir doch gesagt, dass er nicht hier ist. Wenn das stimmen würde, wärst du bestimmt nicht dort, Julia. Und verrückt bin ich nicht. Ich weiß genau, was ihr tut. Glaub mir, ich tue gar nichts. Wo bist du? Tori, komm schon. Hey, lass uns was essen. Na, komm doch schon raus. Mel, mir ist jetzt nicht danach, ja? Victoria, du bleibst, wo du bist. Ich komme hin und hole dich ab. Geh nicht weg. Mr. Capwell hatte etwas Wichtiges zu erledigen. Er wird Sie anrufen. Ja, ja gut, aber was ist denn los, Miss Wainwright? Was tust du? Ich versuche nur, die Puzzlestücke zusammenzufügen. Seltsam. Kaum stoßen wir auf dieses japanische Symbol und schon bricht die Hölle los. Du hast alles aufgelistet. Ja, das habe ich, aber das hilft uns nicht. Denn alles in allem führt es uns nicht zu einem Kerl, der hinkt und als Kettenraucher bekannt ist. Verstehst du? Ja, aber aus dieser Liste ergibt sich wenigstens etwas. Wenn wir ihn weiterverfolgen, erfahren wir, wer er ist. Verfolgen wir ihn denn wirklich oder dreht er uns eigentlich eine Nase? Also ich glaube nicht, dass es Dr. Niklas ist. Nein, dass nein. Er hinter allem steckt. Niklas ist nicht der Mann. Das steht fest. Hm. Wer sonst hat noch so einen Hass auf dich? Kies? Kies hasst mich. Aber er will mich einlochen und will mich verspotten. Jemand aus dem Gefängnis? Das glaube ich nicht, Liebling. Es hängt alles zusammen mit Elena. Kaum war sie ermordet, da waren schon sämtliche Beweise gegen mich zusammengetragen. Das hatte Methode. Hat Elena mit jemandem zusammengearbeitet? Nun, das musste sie ja wohl. Es wäre ihr praktisch unmöglich gewesen, all die Dinge zu tun. Mason ist entführt worden und die ganzen Attentate auf Kelly hat sie die etwa allein getan und noch etwas. Manchmal war sie für ein oder zwei Tage spurlos verschwunden. Niemand kriegt heraus, wo sie war. Glaubst du, dass sie bei diesem Mann war? Ja, sie hat einige Zeit mit ihm verbracht, vermute ich. Dieser Kerl muss mich doch wirklich gut gekannt haben, um mich dermaßen perfekt reinzulegen. Die Perücke und dann noch diese Briefe, das war alles zugekonnt. Was schlägst du als nächsten Schritt vor? Denselben Schritt, den wir gehen wollten, seit ich geflohen bin. Wir müssen dahinter kommen, was sie nun wirklich in ihrem Leben getan hat. Wir kennen doch nur Ausschnitte davon. Wir müssen alles rausbekommen. Du denkst, dass der Kerl, den wir suchen, Elena ermordet hat? Ich weiß es nicht, aber der Kerl hat uns die Spielregeln diktiert und das sollten wir ändern. Wo fangen wir an? Wo? Und mit wem haben wir es hier zu tun? Das frage ich mich.
Bitte, glauben Sie mir. Bitte. Nein! Es besteht kein Zweifel daran. Er wollte sich umbringen. Wieso unternimmt Dr. Nicholas einen Selbstmordversuch? Diese Frage müssten wir ihm stellen. Es wird wohl mit Elena zusammenhängen. Er stand ihr näher als irgendjemand sonst. Vielleicht kannte er diesen Mann, mit dem sie zusammengearbeitet hat. Das war bloß eine Theorie, an der wir arbeiten. Aber ich glaube, Sie haben schon recht. Wir sollten mit Nicholas reden. Absolut, er ist der Schlüssel. Können wir ins Krankenhaus reinkommen? Ich denke schon. Ich habe euch ein paar Sachen aus dem Wäscheschrank des Krankenhauses besorgt. Masken und so. Ich denke schon, dass es keine Probleme geben wird. Gut, weiß noch jemand außer Pamela, was mit ihm passiert ist? Ja, es wissen Mason, Cece und Kelly. Sie sind jetzt vermutlich im Krankenhaus. Das ist doch wohl kein Problem. Nein, Keith wird nicht glauben, dass wir an Nicholas interessiert sind. Ich kann gar nicht fassen, dass das alles bald zu Ende ist. Wenn Nicholas jetzt die Wahrheit sagt, sind Sie ein freier Mann. Ich wünschte, dass das so einfach wäre. Das wünschte ich. Was ist denn so kompliziert daran, hier ein paar Informationen zu kriegen? Daddy, so beruhige dich doch. Kane hat uns nichts Falsches erzählt. Ganz bestimmt. Es gibt hier keine Unterlagen über die Aufnahme von Alex Nicholas. Was? Kane hat bestimmt das Krankenhaus verwechselt. Nein, 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 das glaube ich nicht. Er weiß, wie wichtig das ist. Ich rufe bei den anderen Krankenhäusern nein, an. Nein, das wird nicht nötig sein, Mason. Mutter, ist Dr. Nicholas hier in diesem Krankenhaus? Ja, er ist hier. Ich habe dafür gesorgt, dass seine Anwesenheit zunächst geheim gehalten wird. Das war klug von dir. Danke. Wir übernehmen das Weitere. Pamela, du kannst nach Hause gehen. Nein, danke, Cici. Es ist für mich genauso wichtig wie für jeden anderen, was Alex sagen wird. Aber habt keine Angst, er hat nichts gesagt. Noch nicht. Wie ist er hierher gekommen? Ich habe ihn gebracht. War er zu Hause? Nein, nicht dort. Ich habe ihn kniend vor Elenas Grab gefunden. Seit ihrem Tod ist er sehr unglücklich. Er kann es einfach nicht verwinden. Ich war bei ihm, als er sich den Revolver an die Stirn hielt. Ich bin ihm sofort in den Arm gefallen. Ein Schuss löste sich und traf ihn in die Schulter. Doch Dr. Clark hat mir versichert, dass er es überstehen wird. Ist er jetzt bei Bewusstsein? Nein, noch nicht. Wieso könnte er etwas über Elenas Tod erzählen? Wie kommst du darauf? Weil es ihm ein tiefes Bedürfnis sein muss, das zu tun. Außerdem habe ich Alex genau beobachtet und ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, wer Elena getötet hat. Er weiß es, da bin ich sicher. Der Frage gehen Sie schon eine ganze Weile nach. Ja, das ist richtig. Es ist sehr wichtig für mich, die Wahrheit herauszufinden. Für uns auch. Und Cruz und Eden brauchen sich dann bald nicht mehr zu verstecken, oder? Ja. Ja, das hoffe ich ebenso. Es macht mich krank, wenn es Unschuldige trifft. Da hast du recht, Mutter. Es sieht ganz so aus, als ob wir dir sehr viel zu verdanken haben. Jensen, ja? Jawohl, Sir. Na du, Jensen, kommen Sie rein. Ich erzähle Ihnen jetzt was und Sie sagen mir, ob es einen Sinn ergibt, ja? Ja. Jeder Mann in Santa Barbara weiß, wie Eden Capwell und Cruz Castillo aussehen. Ja, natürlich. Ja? Ja. Gut. Nach Castillos Flucht sind die beiden gemeinsam in eine Bibliothek gegangen. Ja? Ja. Castillo ist dann zu seiner Freundin Eden Capwell nach Haus gekommen. Wie? Ja, ja. Dann suchten sie einen Seelendoktor auf und das war Dr. Schotz. Ja? Ja. Fein. Aber könnte irgendeiner von Santa Barbaras Polizisten mir sagen, wo sie jetzt sind? Wissen Sie, wir sind dabei. Die Antwort ist nein. Keiner weiß es. Sie haben keine Ahnung, wo die zwei sich versteckt haben. Ihr Jungs müsstet euch doch schämen, finde ich. Wir finden allerdings, die beste Möglichkeit, die bestanden hat, den oder die Gesuchten zu fassen, die wurde verhindert. Natürlich, ja. Ja. Das kann man so sagen. Wir lassen jetzt das Blödmann-Geschwafel und reden Klartext miteinander, Jensen. Wenn Sie uns erlaubt hätten, Cruz zu fassen, als er noch im Gästehaus war, Mr. Timmons. Ich meine, das Gästehaus des Capwell-Anwesens, wäre er jetzt hinter Gittern, ja, aber ja, Sie... Ja, ja, genau das dachte ich, dass Sie mir diesen Fehler wieder vorwerfen würden. Allerdings entschuldigt das euer Verhalten in keinster Weise. Ich habe eine neue Spur, die, glaube ich, mit diesem Fall zusammenhängt. Ach ja? Ja. Und was soll das sein? Ein Selbstmordversuch. Und Sie sehen eine Verbindung zu Castillo, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Der Versuch hat am Grab des, des Opfers stattgefunden, Eleanor Nicholas. Das ist interessant. Erzählen Sie mir mehr. Der Mann hat versucht, sich am Grab zu erschießen. Aber jetzt ist er im Krankenhaus. Und man gibt sich große Mühe, seine Identität geheim zu halten. Würden Sie bitte versuchen, rauszukriegen, wer er ist? Ja. Ja. Einer von meinen Leuten hat ihn erkannt und bereits identifiziert. Ach ja. Es ist Dr. Alexander Nicholas. Der einzige Mann auf der Welt, der sich erschießen will und dem es nicht gelingt. Wie ist sein Zustand? Der ist stabil. Da ist aber noch was. Mhm. Ah ja. Ja. Ja? Ja. Wenn Sie es nicht gleich sagen, lasse ich Sie suspendieren. Was ist es? Entschuldigung. Dieser Armeeveteran, Kane, den wir verfolgen sollten, der wurde gesehen, als er das Krankenhaus betrat. Und zwar nur eine Stunde, nachdem Nicholas eingeliefert worden ist. Jetzt kann ich einen Zusammenhang sehen. Wie ich gesagt habe, Sir. Und ich weiß, was das bedeutet, Jensen. Was? Das verstehen Sie doch nicht. Sie werden jetzt 20 Beamte anfordern und sie ins Krankenhaus schicken. Und Sie machen das so unauffällig, wie Sie können. Habe ich mich verständlich gemacht? Hm. Ja? Ja. Naja. Mr. Timmons, glauben Sie, dass Castillo ins Krankenhaus kommen wird? Nein. Ich wünsche, dass Sie verhindern, dass die Babys in Gruppen aus dem Kreissaal fliehen, Jensen. Klar, wir sehen uns später. Ich muss einen Krankenbesuch machen. Was willst du denn hier? Ich hatte dir doch am Telefon gesagt, dass ich herkomme. Nein, hast du nicht. Weswegen bist du hier? Weswegen ich hier bin, Victoria? Deswegen! Wieso tust du das nur? Ich kann dich einfach nicht verstehen. Ich sag schon, aber lüg mich nicht wieder an. Hör endlich auf zu lügen, Victoria. Du hast versprochen, es nicht mehr zu nehmen. Ich werde damit aufhören. Ich kann aufhören. Das kannst du nicht. Du kannst nicht aufhören. Gib's zu. Es ist stärker als du. Du bist schon total abhängig. Du ruinierst dein ganzes Leben und das weißt du. Und trotzdem kannst du damit einfach nicht aufhören. Ich will deine Strafpredigten heute nicht hören, Julia. Ich ertrage das nicht. Na schön, dann vergiss es. Es gibt jemanden, dem du nicht egal bist und dieser jemand bin ich. Ich werde dir helfen, ob es dir passt oder nicht. Weshalb sollte ich dir zuhören? Was hast du Mason gesagt? Gar nichts habe ich ihm gesagt. Oh doch, du hast mit ihm über mich geredet. Über mich redest du doch mit allen, oder nicht? Was ist hier los? Oh, mein lieber Mann, das hätte ich wissen müssen, dass Sie es sind. Ich bringe Victoria nach Hause. Ach, kommen Sie, wieso sind Sie dagegen, dass sie sich amüsiert? Verschwinden Sie sofort, sonst werde ich die Polizei rufen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass Sie ins Gefängnis wandern, und zwar für lange Zeit. Also schön, wie Sie wollen. Sehen Sie, ich will hier auf gar keinen Fall Ärger, ich will nur... Raus mit Ihnen! Tori, vielleicht sollten Sie dann lieber mit ihr gehen. Julia, lass mich in Ruhe. Bitte. Das kann ich nicht. Es tut mir leid. Zu Hause müssen sich fremde Leute um deinen Sohn kümmern. Vielleicht könntest du auch mal an ihn denken. Hör auf. Victoria, ich bring dich nach Hause. Dort können wir reden. Du wirst es schaffen. Ich weiß es. In Ordnung. Wenn du es unbedingt willst, fahren wir nach Haus. Ich will nur meine Handtasche suchen. Meine Handtasche, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, dort liegt sie. Victoria, halt! Tu das nicht! Es hat uns niemand gesehen. Und was machen wir jetzt? Wir haben keine andere Möglichkeit, als zu warten. Mrs. Mallory sagt, kurz nachdem sie wieder in der Wohnung war, ist Julia losgefahren. Wo kann sie bloß sein? Vielleicht hatte sie eine Autopanne. Schon möglich. Ich habe den Eindruck, Sissy, dass du mir nicht glaubst, was mit Alex passiert ist. Jedes Wort aus deinem Mund ist eine Lüge. Wie auch immer das alles passiert ist, du versuchst doch bloß, es zu deinem eigenen Vorteil zu manipulieren. Ich bin sehr froh, dass nicht jeder so denkt. Ich kenne dich, Pamela. Und ich kenne dich. Hautnah. Was soll das eigentlich für ein Spiel sein? Ich spiele keine Spielchen, wenn es um den Mord an meinem Kind geht.
Anders als du empfinde ich etwas bei dem, was mit unserer Tochter... Hör doch endlich auf, ja? Nur du bist fähig, so schamlos den Tod deiner eigenen Tochter auszunutzen. Was soll das heißen? Wozu benutze ich denn deiner Meinung nach Elenas Tod? Dafür, dich hier reinzudrängen, davon rede ich, die Dankbarkeit meiner Familie zu bekommen. Mein Ziel ist die Entlastung eines unschuldigen Mannes und die Aufdeckung der Wahrheit. Wahrheit bedeutet dir doch überhaupt nichts. Und Cruz bedeutet dir auch nichts. Das Einzige, was dir etwas bedeutet, ist nur das, was du haben willst. Ich denke, du bist nur deshalb so wütend, weil ich im Gegensatz zu dir etwas für deine Familie tun kann. Das heißt, dass es mir zu verdanken sein wird, wenn Eden und Cruz glücklich werden. Und es gibt nichts, gar nichts, was du dagegen machen kannst. Daddy, vielleicht sollten wir ins Café gehen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich finde es nicht gut, wenn ihr beide hier rumsteht und euch eine Szene liefert. Das bringt uns doch nichts. Ich sagte, ich bleibe hier. Dann zählt es also nicht, was du heute Abend gesagt hast. Kein Wunder, dass Mutter so wütend auf dich Kelly. Ist. Ich gehe Julia suchen. In Kelly! Wirst du jemals dazulernen, Sissi? Ist Niklas schon bei Bewusstsein? Nein, noch nicht. Aber da sind ein paar Leute in seinem Zimmer, die sie sehen möchten. Tut mir leid. Es tut mir so leid. So was. Verschwinde, hörst du? Victoria, verschwinde, habe ich gesagt, raus hier. Bevor du den Wagen startest, ich steige nicht aus. Du wirst erst mit mir reden. Habe ich gesagt, ich denke nicht daran, Victoria, mit dir zu reden. Victoria, doch nicht. Hör auf, du fährst nicht. Bitte, fahr nicht halt weiter. Den Mund und hör auf, mir immer reinzureden. Damit wir sprechen können. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich mit dir nicht reden will, Julia? Halt sofort an, wenn du in deinem Zustand weiterfährst, gefährdest du die Leute da draußen. Ich fahre sehr gut. Ich habe alles bestens unter Kontrolle. Natürlich, du hast alles unter Kontrolle. Du nimmst Kokain und hast alles unter Kontrolle. Ich kann zu dir sparen, das geht dich nichts an. Und Mason? Was soll mit ihm sein? Ich bin ihm doch egal. Es ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Er hat nur Augen für dich. Er arbeitet mit dir, er streitet mit dir und er zeltet mit dir, Julia. Na schön. Dann denk wenigstens an deinen Sohn. Ich weiß, du liebst ihn und dir ist nicht egal, was mit ihm geschieht. Ja, wenn ich jemanden liebe, dann ist es mein Baby. Dann musst du seinetwegen damit aufhören. Ich hätte mein Baby fast verletzt. Ja, wirklich. Ist ich ja weiß, dass es ist so ja gewesen ist. Ist ja schon gut. Du bist nicht voll verantwortlich für das, was du tust. Victoria! Julia, es tut mir leid. Schon gut. Halt an. Du musst rechts ranfahren, Victoria, bitte. In Ordnung, gut. Oh nein. Was soll ich denn jetzt tun? Na, eine große Auswahl hast du nicht. Du musst rechts ranfahren. Wen haben wir denn da? Na, sieh doch mal an. Sie so spät am Abend noch hier vorzufinden, das hätte ich wirklich nicht erwartet, Dr. Clark. Was wollen Sie, Timmons? Für Sie, mein Freund, immer noch Mr. Timmons. Entschuldigen Sie, ich habe zu tun. Und ich habe bezüglich Ihres Verhaltens ein paar Fragen. Ist heute jemand aufgenommen worden, der einen Selbstmordversuch gemacht hat? Ja, und weiter? Erklären Sie mir doch mal, wie kann ein Mann versuchen, sich umzubringen und dann daneben schießen? Nun, vielleicht sollten Sie jemanden fragen, der sich mit Schusswaffen auskennt. Ich bin Arzt. Ja. Ein außergewöhnlicher Arzt, denn Sie behandeln Ihre Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt weiter. Gehen Sie mir aus dem Weg. Halt! Wer wollte sich umbringen? Ich kenne ihn nicht. Der Patient heißt John Doe. Sie lügen. Ich will großzügig sein und mal so tun, als ob Sie jemanden nicht erkannt haben. Einen berühmten, hier ansässigen Arzt, der für dieses Krankenhaus arbeitet und dessen Vorlesungen Sie hörten. Und als ob Sie meine Frage nicht verstanden hätten, frage ich Sie nochmal. Wer ist dieser Selbstmordpatient? John Doe. Wenn nun Ihr Freund letztendlich doch zu Alexander Niklas wird, beendet das Ihre Karriere. Sie müssen dann nämlich die nächsten 5 Jahre Ihres Lebens irgendwelchen Häftlingen sagen, dass sie sich zur Seite drehen sollen und husten. Was können die denn wohl? Schalt endlich den Motor aus. Julia, was habe ich getan? Du hättest uns fast umgebracht. Meine Handtasche, ich habe meinen Führerschein nicht hier. Was soll ich nur tun? Das macht nichts. Das ist noch das Geringste. Vielleicht gibst du mir deinen. Das geht, es ist dunkel. Vielleicht verwechseln sie uns. Irgendwie sind wir uns doch ähnlich. Also gib mir den Führerschein. Niemand wird sich
für deinen Führerschein interessieren. Wenn sie dich so sehen, werden sie Blut- und Urinproben von dir haben wollen. Julia, bitte, hilf mir noch dieses eine Mal. Die stecken mich ins Gefängnis und das ist noch nicht das Schlimmste. Was ist, wenn Mason davon erfährt? Ich weiß einfach nicht, wie er darauf reagieren wird. Kann sein, dass er nur darauf wartet. Julia, bitte, ich kann kein Risiko eingehen. Hilf mir hier raus. Ma'am, würden Sie bitte aus dem Wagen steigen? Pamela sagt, dass Sie der Mann beim Laser Palace waren, als Eleanor ermordet wurde. Ist das wahr? Ja, ich war dort. Der geheimnisvolle Mann hat also direkt vor unserer Nase gesessen. Ich habe nie gewollt, dass einer von euch leiden muss. Cruise, ich hoffte, dass Ihre Unschuld bewiesen wird. Aber ich traute mich nicht, die Wahrheit zu sagen. Aber die Wahrheit kommt immer heraus. Und die Wahrheit ist genau das, was wir jetzt brauchen. Bitte, wenn Sie nicht wollen, dass wir leiden, dann können Sie etwas dagegen tun. Sie müssen etwas dagegen tun. Es tut mir leid, dass Sie beide einen so hohen Preis zahlen mussten für das, was ich getan habe. Ich tötete sie. Ich habe Eleanor getötet.